Im Jahr 2013 habe ich als Science Slammer damals mit Wissenschaftskommunikation begonnen, wobei mir Science Slam und Wissenschaftskommunikation an sich überhaupt noch keine Begriffe waren, sondern ich habe einfach nach Ausdrucksweisen gesucht für die Begeisterung, die ich für meine Forschung empfunden habe. Ich komme aus einem nicht-akademischen Elternhaus und wenn man dort ausdrücken möchte, woran man arbeitet, woran man forscht, was einen begeistert, dann muss man in der Lage sein, Wissenschaft zu kommunizieren. Wenn man Begeisterung teilen will, dann muss man in der Lage sein, Wissenschaft zu kommunizieren. Die Frage ist, wie das mit der eigentlichen wissenschaftlichen Karriere zusammenpasst. Und da muss man leider konstatieren, dass damals die Wissenschaftskommunikation für die eigentliche wissenschaftliche Karriere eher noch ein Hindernis dargestellt hat. Denn Wissenschaftskommunikation wurde nicht honoriert. Und deshalb bin ich auch meiner Doktormutter sehr dankbar, dass sie mir damals geholfen hat, den Fokus wirklich auf meiner eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit, also meiner Doktorarbeit, zu halten. Denn das war letzten Endes ja auch die Grundvoraussetzung dafür, dass ich meine Forschung kommunizieren konnte. Und mittlerweile ist es glücklicherweise so, dass Wissenschaftskommunikation honoriert wird, gefördert wird, aber auch gefordert wird. Das heißt, es gibt immer mehr Fördertöpfe, Ausschreibungen, Stipendien und Preise, die wirklich Wissenschaftskommunikation in ihr Anforderungsprofil mit aufnehmen. Und dort hat man wirklich nur eine Chance, konkurrenzfähig zu sein, wenn man sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt und wirklich in der Lage ist, das, woran man forscht, auch zu kommunizieren. Und so ist es bei mir zum Beispiel auch so gewesen, dass mir die Fähigkeiten, die ich erworben habe, während ich Wissenschaftskommunikation aktiv betrieben habe, dass mir diese Fähigkeiten jetzt geholfen haben bei ganz vielen Bewerbungen, Preisausschreibungen und so weiter. Und mit einem Preis, mit dem ich jetzt ausgezeichnet werde, zum Beispiel, kommen mir dann indirekt die Fähigkeiten oder kommt mir die Wissenschaftskommunikation dann auch für meine eigentliche wissenschaftliche Karriere wieder eben zugute und stimuliert diese weiter. Und das ist dann natürlich eine Win-Win-Situation. Insofern Karriereleiter, Karrieresprungbrett, Karrierekarussell eigentlich weder noch. Ich bin da mehr so mit dem Fallschirm irgendwie reingesprungen und ganz glimpflich gelandet, denke ich.